Wunderschöne guten Morgen oder Mittag, das ist halb 12. Heute ist Donnerstag. Ja, das ist Donnerstag. Ich sehe um wie viel bei meiner Mami. Ich kann hier Ticket ansprengen. Und dann muss ich noch unbedingt bis an den DM raussprengen, weil ich habe just einen Pinsel für die Vorwiewerten an. Und das geht definitiv nicht durch. Nicht von schwarz und weiß und Glitzer und Lorang und ja, ich brauche manchmal noch ein oder zwei an Pinseln für über den. Also gucken Sie doch so in einem DM von, den nicht zu scheiße ist. Ich hoffe, ich kann nehmen. Und dann gehen wir trainieren. Habe das Gendarm dabei? Ich freue mich. Und dann ist das entweder die letzten oder die vier letzten Training für eine Kompetition. Normalerweise ging man mal noch trainieren, mit das klären wir die Mitte. Und dann, ja, dann ist es zu weit. Dann machen wir nur eine Cookie-Doo-Cheesecake für erstens mal meinen Kaffee am Samstag und am Sonntag. Alden für uns, also für uns Athleten, sondern auch meine Leute, die mich gut bekommen. Ich kriege natürlich auch ein Stück, natürlich. Ihr wisst von den Specken, dann sind es nicht just für zwei Leute. Ja. Ja, also es steht halt nicht. Ich muss mal kurz auf der Tafel raussprangen, weil ich muss da noch etwas schreiben. Ein kleines Briefchen. Nee, ich muss einen Demand machen für. War irrelevant. Ja, und dann. Da war das. Dann musst du den größten Tag tun. Ich weiß auch schon, dass ich mit Leuten auf der Bühne werde schon, mit denen ich mich nicht kann vom, also nicht kann müssen. Das sind die größten Jubeln, die sie gehen los. Aber ich freue mich einfach, mit denen dürfen auf der Bühne zu stehen. Das mir definitiv ein Geier. Und ich kann nicht immer schon dabei lernen bei so Sachen, ne? Respektiv sich austauschen und so weiter und so fort. Aber so viel dazu, wenn es so weit ist. Ich wünsche einen ersten Ballfall, heute einen wunderschönen Tag, also heute, wenn ihr guckt, das Video, wenn ihr immer das, einen wunderschönen Tag. Geschwärt, ja, mit wir fühlen uns gut und gut, kein Problem und alles easy. Aber ja, genau das, was die letzte Kompetition am Tag pur mal erlebt hat. Und zwar, dass ich mich von einem Moment auf den anderen einfach wie eine Wahl fühle. Und dann bin ich mir alles okay, dann fand ich mich schon gut. Und dann gucke ich am Spiegel und dann sehe ich mir so wie Wahl. Und eine Stunde drauf gucke ich am Spiegel und so, cool, gut gesetzt aus. Genau das ist heute voll. Heute Morgen war ich noch okay mit mir selber. Und heute Mittag habe ich mein Wettkampf-Bikini getan. Und ich habe mich gefühlt wie ein Koloss. War mein Coach so doch schon. Ein bisschen Wasser gezogen. Das vielleicht der Grund, dass ich mich da so fühle oder mich so gesehen. Ich habe keine Ahnung. Schaffen einfach. Ich verliere nur noch genug. Also das Wasser wird schon, ich verliere dann noch. Und dann. Was piepst du halt? Es geht rund. Ich hoffe, du bremst. Ja. Zurück zuerst. Ja, ich hoffe, dass das sich gut läuft. Wahrscheinlich ein bisschen laufen, ob es sich gut oder nicht. Aber genau das hatte ich
die letzte Kompetition am Dach. Also schon zwei Wochen vier drin. All Dach. All verdammten Dach. Und statt der Mat gemein. Auch wirklich die hohe Debatte, die gemeint schwer, keine Ahnung, Mensch depressiv. Ich sehe von Friede, Freude, Eierkuchen, ob Tränen kommen. Boah, ich bin froh, dass der Logist 3 für drin ist. Und nicht um 2 Wochen für drin. Ein bisschen habe ich mich wirklich gut gefühlt und ich hoffe, dass ich mich auch gut fühle. Das ist auch vielleicht auch einfach ein bisschen der Wapp, den man geht, weil Freudenabend, also Mordenabend, könnt ihr den nächsten Tendrop, Samsten, ja, und dann sind wir Sonnen. Oh Gott, das ist noch so sehr gegangen und ich weiß nicht, für die Zeit hin. Also, so, ja, wieso ich es schon gewonnen, weil ich mich wie so von meiner letzten Kompetition einfach körperlich verbessert habe. Ich stehe viel besser da, ich habe eine ganz andere Körperzusammensetzung, wie ich das damals hatte. Und aber will ich nicht gerade das Schlusslicht sehen, was ja normal ist. Und das ist einfach das, was ich fertig habe. Mein Coach hat mir gesagt, von hier gesagt, dass ich mal auf der Bühne aufhänge Gedanken zu machen und dann will man dann meine Mäuer verlieren. Und dann ging es auch Bündklamm am Schloss sein. Also und ich alle Entere spitze meine Stufe zusammen und springe meine Performance, wie ich sie ein bisschen geübt habe und schon in den geklappt. Voilà, so viel dazu. Genau dafür Menschen, die heute vloggen, fährst du dazu weisen, weil das kann ich gar nicht mehr klären. Wir waren schon nicht gekrascht, auf der Kamera. Vielleicht könnt ihr aber schweifen. Mal so bald von dem Tag, wo ich praktisch die ganze Nacht daheim bin, ist schon noch zweimal lange Stunden Cardio, wo ich einfach das Trippeln gehen, Kind zu starken Cardio, dass ich nicht mehr Wasser Muskeln zeigen. Ah, das heißt, ich gehe mal ein Trippeln, ich gehe mit ein Trippeln, für den Rest geht es gelohnt und nichts gemacht. Indem ich kannte, weiß, dass das richtig, richtig schwer ist für mich. Ich muss mich wirklich zusammenrappen, für nichts zu machen. Schon einfach einen Hund auf den Schoß, das fällt mir einfach, weil dann kannst du mich schon bewegen mit 40 Kilo Hund im Schoß. Oh Gott. Das ist schon bald mehr anstrengend, nichts zu machen, wie wenn ich weiß, dass ich voll Programm bin. Ich nehme immer voll Programm. Das ist mein Alltag. Und wenn ich nichts zu dienen habe, dann schwer dann schaffen. Ich meine, ich filme mich einfach nur die ganze Nacht. Da kommt schon an die Versuchung, ich werde schon an den Schaf gehen oder im Frigo oder irgendetwas zu viel essen, wie das, was stirbt. Aus Langweil. Weil wir wissen, wir essen alle aus Langweil. Und das ist nicht gut. Oder ich pumple mich einfach voll mit Wasser, nur. Das ist permanent so voll, sind wir. Da kann ich einfach auf der Toilette sitzen bleiben. Ja, das sind Probleme von einem Wettkämpfer an der Bodybuilding-Szene. Wie wenn es das kein Problem dagegen gibt. Meh, so war es jetzt. Na, Schluss, ich muss noch da bestimmt schreiben. Ciao.